Okay, wir haben einen Besen, ein Schild und ein Amulet of the Wild. Eine Menge Ding Damage. Okay. Wir nehmen jetzt Piggy mal mit. Vielleicht haben wir nämlich Glück und bekommen das Ding, wo wir Piggys zerstören können. Sand für das Piggy? Jo. Okay, wir müssen einmal rollen für. Ah, ich hab Gott, wir kriegen eine Tasche. Wollen wir griefen die erste Runde? Ja, ne? Oh, guck mal. Eine Bag. Schwert kostet 2. Ich habe reingegrieft, Leute. Aber sowas von. Wir gehen jetzt ohne Schwert in. Oh, Leute, das ist ja ein Witz. Guckt bitte nicht hin, okay? Ich hätte die Schaufel kaufen sollen. Wait, Moment. Ich gewinne durch die Dornen. Moment, Leute. Ich habe gewonnen durch die Dornen. Der hat sich selber zerstört. Alles klar. Dornenbild, it is. Das ist ja so dumm. Er hat sich einfach selbst kaputt gehauen, der Lümmel. Ah, noch ein Piggy. Ich gehe mal all in auf Piggies, okay? Hm, der kommt mal hier rüber. Die Piggies können dann so rein. Ich gehe jetzt all in auf Dornen und Piggies. Wollen wir mal versuchen, all in Dornen und Piggies zu gehen und dann eventuell Fett auf Rüstung. Also Rüstung und Tränke wäre nice, ne? Guck mal, jetzt habe ich 5 Dornen nämlich schon. Und er tötet sich komplett selbst. Ne? Und der kriegt so viel Schaden durch seine eigenen Schläge. Holy moly. Dornenschild. Wunderbar. Guck mal, hier wäre zum Beispiel eine Laterne. Eine Box. Ich lasse aber mal liegen, die Laterne. Und ich lasse auch den liegen. Den nehme ich mit. Den haben wir auf jeden Fall mit. Okay, wir können mal überlegen, was wir bauen. Also ich würde gerne was mit Dornen weiterbauen, glaube ich. Ich glaube, Dornen sind nice. Und für die Dornen brauchen wir halt dann maybe Ananas und so was. Gibt es irgendwas Gutes für Dorn auf dem Berserker? Ich bin am Überlegen. Smithing, Stoned. Oh, hier wäre das gut mit der Rüstung, ne? Battle Rage. Wir nehmen mal das mit, aber dann gehen wir auf Rüstung und Dorn. Okay. Und das ist halt super dafür, weil dann haben wir weniger Crit Damage. Die Schuhe brauchen wir. Kriegen wir die Schuhe rein? Leute, ich hau das Schwert jetzt raus. Ich spiele jetzt nur mit diesem Smithing Hammer. Ohne Schwert. Dann haben wir nämlich schon mal die Schuhe. Und ich werde jetzt jedes Rüstungs-Item alles kaufen, was wir finden. Und dann müssen wir halt, wie gesagt, Dornen hochballern. Ne? Jedes Amulett kaufen, was wir finden. Ganz wichtig. Die Amulette sind so, so wichtig. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Survivability. Das Problem mit dem Smithing Hammer ist, der ist sehr, sehr langsam. Das ist eine gute Waffe, auch mit dem Stamina-Bonus, den er hat. Aber er ist sehr langsam. 3,5 Speed ist er halt. Ihr seht es. Er braucht Ewigkeiten. Das wird nix. Vielleicht brauchen wir doch eine Waffe. Oh, Junge. Die habe ich noch nie gehabt. Ich habe die Legit noch nie gesehen. Noch nie. Kommen Sie rein. Items geben 100% mehr Lifesteal. Und das Ding ist schneller für jedes Lifesteal, was wir haben. Und sie hat 0,0 Stamina-Kosten, Leute. 0,0. What the heck? Das ist sehr, sehr nice. Okay. Sockel rein in das Ding. Wir wollen diese Tasche haben. Auf jeden Fall.
Holy moly. Die will auf jeden Fall die große Bag, ne? Leute, was macht eine Menge... Eine Menge Vampirism? Vampirismus. Haben wir auf dem Berserker nicht so viel, ne? Muss ich sagen. Also es gibt wenig Items für Vampirism auf dem. Maybe muss man einfach auf Dolche und so gehen. Ich meine, das bringt nicht viel, weil das Ding eh kein Stamina gebraucht. Hunde auch nicht so geil. Maybe einfach die Shaman Mask. Tatsächlich. Mit den Sockeln. Ne, die Sense gibt's überall. Ja, das ist ein Item für alle Klassen, aber ein sehr schweres Unique-Item. Also ich habe sie noch nie gefunden. Noch nie. Da das gerade Premiere. Glaube ich zumindest. Ich kann mich nicht erinnern, da ich sie gefunden habe. Jemals. Ich kann mich nicht erinnern. Und das Coole ist halt, die hat keine keine Stamina-Kosten. Sie ist relativ langsam, ja, 3 Attack-Speed. Obwohl es geht. Also mit genug. Die wird jetzt immer schneller, je mehr Vampirism wir haben, ne? Je mehr Vampirism, desto schneller wird das Ding. Und wir haben Dorne. Wait. Warte mal, wir haben Vampirism. Wir haben Dornen. Wir können Blutdorn spielen. Da bekommen wir auf jeden Fall eine Menge Vampirism. Immer 2. Naja, das wird ja verdoppelt. Und dazu dann irgendwie Vampiric Armor. Ich meine, wir können auch 1 spielen, ist auch okay. Wir brauchen Vamp-Items, ganz dringend. Wollen wir das noch mitnehmen? Nee, das wird zu teuer. Die wollen wir mitnehmen. Wir können es aber nicht umbauen, weil wir müssen ein Vamp-Item bauen. Die Potion. Die Potion. Ich meine, why not? Vampiric Potion? Wir bekommen 3 Empower. Und sie kostet eh kaum was, ne? Mit rein. Die Sockel werde ich jetzt in die Backpack legen, weil die geben mir Herzen. Und die Herzen brauchen wir für den... Das Hungry Blade. Ich habe wirklich zu wenig Platz. Ne? Hauen wir das Piggy weg 1? Ja. Maybe beide. Okay, Dragon Scale dürfen wir wie gesagt nicht bauen. Weil wir wollen ein Vamp Armor haben. Ein Vamp Armor, ein Vamp Hubert. Guck mal, der hat schon 2,8 Speed. Der könnte richtig schnell werden. Holy moly. Leute, es ist insane, die Waffe. Ich habe sie noch nie gefunden. Ich bin gerade so happy. Ich bin so happy, dass wir die gefunden haben. Okay, hier ist ein Lifesteal-Sockel. Ich meine, mehr Healing ist okay, ne? Okay, einen Gubat brauchen wir und wir brauchen die Handschuhe. Ein Healing, 10%, 15% ist viel. Ja. Oh, der muss raus. Da ist ein Bag. Ich meine, das Schild ist okay, aber ich glaube, ich pack's raus. Wir haben keinen Platz dafür. Ne? Weil der muss auf jeden Fall rein. Und der hier muss drinnen bleiben. Den Wolpertinger, den Gubat brauchen wir, weil das wird ein Vamp-Gubat werden. Der Trank wird eine Vamp-Flasche werden. Das wird ein Vamp Armor werden. Wir machen es weg. Das passt. Das wird schon. Und dann legen wir den später irgendwie so hin, glaube ich. Ich habe ein bisschen wenig Trigger für Gubat aktuell, ne? Noch nicht so viele hier am Start. Textbeat. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Sense für Gubat benutzen. Definitiv. Ja, Gubat ist ein bisschen RIP.
Das sieht nicht gut aus, aber was willst du machen? Okay, wir haben alle Items, die wir brauchen. Wir haben die Handschuhe, wir haben die Rüstung, wir haben den Gubat. Wir brauchen nur noch ein Blutomelett. Und eventuell mehr Herzen. Mehr Herzen, damit wir noch mehr Vampirism generieren können. Boah, stell mal vor, dann kriegen wir noch eine Prismatic Orb. Und haben so 40 Vampirism oder so. Holy moly. Ja. Die wird schneller. Ich meine, sie wird schneller, aber sie macht nicht mehr Damage. Ne? Ist aber okay. Und ich glaube, hier würde ich einfach auf Shaman gehen. Weil Shaman kann mir halt Vampirism geben. Ne? Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Es gibt doch die Sockel, dass die Waffen schneller werden. Mit jedem Hit wird die Waffe noch schneller um 3%. Und es stackt halt hoch. Ne? Let's go. Ganz vergessen. Attack Speed. Eine Blaubeere für Gubat. So ein Brocken, ja, ne? Why not? Nochmal. Oh, und eine Prismatic Orb. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Die Sense soll super schnell werden. Die kommen mal hier hin. Dann will sie auch auf den Gubat drauf. Dann kann die Maske hier hin. Okay, jetzt natürlich ein bisschen doof. Maybe so. Schwert hier rein. Gut. Die Schuhe. Der kommt dahin. Ich meine, die Hände können eigentlich auch gut da noch mit drauf, ne? Okay, Moment. Hände für den Attack Speed damit hin. Gubat kriegt den. Die Dinger, das Ding. Trank, das Ding. Sockel mit rein. Und du. Warte mal, ein zweiter Healing Potion Trank. Es wäre noch ein Wärmtrank. Ne? Aber ich habe irgendwie zu wenig Platz dafür. Wir nehmen ja mal mit. Wir brauchen dringend mehr Platz. Aber die Sense sollte jetzt super schnell werden. Mit jedem Schlag wird sie schneller. Um 3%. Die ist jetzt so 2,5, 2,3,5, 2,3,1 und ihr seht es. 1,9. Und die Shaman Mask war auf jeden Fall richtig. Die gibt halt eine Menge Buffs. 1,5. 1,4. Und da kommt jetzt noch ein Sockel rein, dass sie nochmal schneller wird. Okay. Alles klar. Wir haben davon 3 drin. Das wird die schnellste Sense der Welt. Aber ich glaube, ich lasse die Health Potion liegen, ehrlich gesagt. Obwohl, ich würde sie gerne mitnehmen. Ein Amulett. Wir müssen ja die Sockel behalten, das ist wichtig. Dorn will ich behalten. Und ich würde gerne das Ding bauen. Warte mal, wir können den rauswerfen. Und den rauswerfen. Und dann können wir schon mal die Tränke bauen. Ah, warte mal, der Trank... Okay, ich habe mich vertan. Der will einen Strong Potion haben, ne? Das ist, glaube ich, eine Strong Potion, das Ding. Das heißt, wir können das gar nicht bauen. Dann kommen die Tränke weg. Meine Strong Potion habe ich gerade weggeschmissen. Dann bauen wir zuerst mal den Gubat, glaube ich. Ja. Dann bauen wir zuerst den Gubat. Ich glaube, so ist erstmal okay. Leute, die Sense wird so schnell sein. Ich sag's euch. Jeder Hit macht seit schneller. Um 9%. Mit jedem Hit geht sie gerade extrem hart runter. 2 Sekunden. 1,9. Ich meine, sie startet mit 4. Ja, ist schon viel. 1,5.
Oh, warte, wir haben schon gewonnen. Der Damage ist auch nicht so insane von dem Ding. Aber sie ist ja schon auf einer Sekunde runter. Und sie hat halt... Dann ist das insane. Sie hat keine Stamina-Kosten. Naja, es gibt keine. Blattgubert. Ja, jetzt halt die Frage, was wir mitnehmen, ne? Dragon-Set wäre okay für das Heat. Wir werden aber das Set niemals voll bekommen. Ich meine, da würden wir Heat bekommen. Hier hätten wir ein bisschen Heilung, aber Heilung haben wir genug. Dann da haben wir Mana. Mana brauchen wir nicht. Ich würde das Dragon-Set nehmen. Ich meine, Heat ist nicht schlecht. Ne? Noch einer. Ich meine, der passt halt nicht nochmal rein. Ah, er passt da rein. Wir holen aber erstmal diese Orb hier. Und wir brauchen das Herz und den wollen wir auch noch mitnehmen. Ja, ein Power kommt automatisch mit. Das geht. So. Drei Blut-Items. Den Hammer können wir da lassen. Der muss eigentlich hier rein, ne? So. Ich glaube, so ist nice. Hallo Graubart, eine Woche keine Linde, ja. Ja, ein bisschen länger als eine Woche. Hilfe. Help. Warte, wir haben auf jeden Fall genug Platz für das Ding, oder? Ah, genug Platz haben wir auf jeden Fall. Machen wir das so. Der Trigger. Wie lief es gestern? Gut. Und da haben wir Blutding. Und nochmal Sockel. Es lief wirklich gut. Also der Black, ich finde dieser Black-Ding im Raid sollte immer sein. Das sollte der normale Modus sein. Er war nicht wirklich viel schwerer, aber doch viel, viel cooler. Also wir haben eine Menge Vampirism. Wir haben jetzt 15. Wir kriegen eine Menge Buffs durch den Shaman. Und das Ding hat jetzt eine Attack-Speed von 1,4. Sekunden. Schadenmäßig sieht es auch sehr gut aus mit dem, ne? Ja. Aber ich glaube auch, es wird nicht mein Main Damage sein, Style. Noch mehr Sockel. Wir werden erstmal den hier bauen müssen. Okay, mein Problem ist es nur gerade. Wie zum kriegen wir das alles unter? Den lasse ich erstmal raus. Wie kriege ich das jetzt rein? Leute, ich habe ein Problem. Ich will die jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Die können einfach hier hin. Gembox raus. Na, Gems sind zu wichtig. Schuhe raus vielleicht einfach. Ja, ich denke, wir haben die Schuhe weg. Und wir wollen das Schwert bauen. Die Sense muss irgendwie... Ah, das Ding muss irgendwie darüber. Okay, so. Ich glaube, das ist fein, oder? Aber das Ding ist, Blutdorn ist schon ein wichtiges Item. Sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Prismatic Orbs. Ganz richtig. Und wir brauchen mehr Blutamulette. Ich habe wirklich keine, ne? Ich habe 0,0 Blutamulette. Oh, ich bin Stamina-locked. Why?
Das Ding ist zu schnell. 1,3 Sekunden Cooldown. Und der ist jetzt auf 1,2. Ah, wir haben... Warte mal. Ich habe 29 Vampirism. Ah, weil er die ganze Zeit Herzen bekommt. Okay. Holy. Ich hatte 30 Vampirism am Ende. Let's go. Und der hat nämlich doppelte Sockel. Hm. Direkt aufs Leben hauen hatten wir hier. Ah, die sind zu teuer, die Dinger. Oh, ein Herz im Angebot. Und noch eine Tasche. Das Herz ist nämlich super. Das gibt mir nämlich hier... eine Menge Herzen. Der Gubert könnte besser geprockt werden, eigentlich. Maybe machen wir es so. Ist auf jeden Fall ein bisschen schneller, ne? Weil das Ding halt super schnell ist. Der ist solide, der gibt mir ein Herz. Glaube, so ist es fein. Eine Chance auf Crit Rating. Und Crit Damage. Hm. Handschuhe. Ich glaube, ich würde noch mehr Handschuhe nehmen und die auf den Blood Harvester legen. More Speed. Weil das Ding ist, der generiert nämlich zwei Blut immer, ne? Jedes Mal. Und es ist auch nicht schlimm, dass er langsamer wird oder kein Stamina hat, weil die Sense dann noch mehr Schaden macht. Gute Nacht. Holy moly. 45 Damage innerhalb von wie viel Sekunden gestackt? Von 10. Und mir fehlen halt immer noch richtig viele Blut-Items. Ne? Müsst ihr überlegen. Mir fehlen noch so viele Blood-Items. Wir fahren an die Nordsee. Oh, nice. Ich glaube, ich werde das Ding jetzt raushauen. Sockel brauchen wir nicht mehr. Aber das Ding brauchen wir. Stimmt, die Peitsche war drinne mit dem Stamina. True. Die habe ich ja komplett vergessen. Du hast recht, ich bin nicht so ganz bei mir. Hast recht. Die Peitsche war drin. Ich würde, glaube ich, das Ding... Ich meine, diese Kugel gibt ja auch Doppeltes, ne? Nordsee ist gut für die Atemwege, das stimmt ja. An der Wasserkante stehen ist, glaube ich, beste Medizin. Unironisch. Also die sollen beide in der Sense drin sein. Und die sollen sich auch selber treffen. Den Gubert können wir sehr gut dahin legen, das ist nice. Schwert kommt einmal hier hin. Also Nordsee ist super für die Atemwege. Ich meine, die meisten, deswegen sind auch die meisten Orte an der Nordsee immer, schimpfen sich ja immer Luftkurort und so, ne? Egal, wo du hingehst an die Nordsee, alles ist ein Luftkurort. Okay, wir brauchen in der Mitte noch ein Emblem. Ah, hier ist der Gubert doch nicht so geil, ne? Wo ist der beste Platz für einen Gubert? Der soll auf der Sense sein, aber auch drinne. Obwohl, zwei gibt er nur. Er muss nicht unbedingt drinne sein, das sind vier Lifesteal. Er muss nicht drinne sein. Wir können ihn auch gleich nochmal rausnehmen. Ich brauche nur leider noch mehr... Wir brauchen noch mehr Vampirism. Okay, wir starten mit 18. Weil diese Kugeln jeweils 4 geben, was verdoppelt wird. 8. Mal 2, 16. Sehe ich richtig, oder? 20 Vampirism. 22. Ich finde es schade, die Leute überleben nicht lange genug. Ich bürste die so weg mit dieser Sense. 1,4. Was hat mehr Schaden gemacht? Ich glaube aber der Bluthorn, ne? Das Ding ist halt, Bluthorn kriegt mehr Damage durch Vamp. Leute, ich bin so froh, dass ich diese Sense gefunden habe, ne? So happy. Oh, Stun wäre hier. Oh, Maximum Health. Hier rein. Attack Speed Sockel. Ja, mir fehlt leider noch irgendwie so ein bisschen Lifesteal, ne? A little bit Lifesteal hätte ich gerne. Noch eine Prismatic. Noch eine Prismatic Orb. Kostet 13.
Also erstmal müssen wir umbauen. Wir wollen, ich glaube, der Gubat muss nämlich nicht zur Sense rein. Der gibt so wenig vergleichsweise Lifestyle. Ich glaube, den können wir sehr gut hier hinlegen. Das ist super. Ich glaube, so ist okay. Der Gubat kann zum Beispiel so rein. Er könnte auch theoretisch so oder so. Hallo? Schwert. Maybe so. Na, dann nimmt es halt zwei Punkte weg, ne? Vielleicht das Schwert so legen. Okay, ich glaube, wir machen das nochmal anders. Ich will ja meine Taschen ein bisschen optimieren. Okay, jetzt haben wir ein Schwert drinne. Das ist fein. Mit dem doppelten Speed. Dann legen wir das nämlich den Gubat da links neben. Maybe hier. Da hoch. Gubat, guck mal dahin. Dann haben wir diese beiden, die sind wichtig. Bam. Aber warte, die wollen auf den Gubat zeigen. Ne? Die wollen beide auf den Gubat. Ah, zumindest eine muss auf den Gubat drauf. Na, es ist schon okay. Mein Gubat-Brock, meine beiden Handschuhe, meine Dornen, meine Rüstung. Guck mal hier rein. Das Gute ist, jetzt muss ich einfach nur die Socke, die ganzen Kleinkram reinschmeißen. War die Shaman-Maske. Ich glaube, so ist okay. Hier. Da kommt noch diese Kugel gleich rein, in die Mitte. Und da kann dann irgendwie noch was hin. Ein Handschuh oder sowas. Aber es sieht gut aus. Und wir sollten eigentlich auch genug Lifestyle haben jetzt. Ne? Na, wir haben ein bisschen reduziert, weil die Kugeln nicht mehr auf ein weiteres Item zeigen. Ein bisschen wurde es reduziert. Aber es wird gleich nochmal mehr werden danach. Okay, Stamina ist ein Problem wegen seinem Schild vor allem. Aber das Gute ist halt, es ist komplett egal, weil die Sense kein Stamina braucht. Die Sense schlägt durchgehend zu. Es ist komplett egal. 34 Vampirism. 1, warte, wie viel Speed hatte das Ding? 0,7. Und der war auf 1,0. 0,7. Yo. Holy. Lifestyle. Nochmal einen Dingsockel. Also. Wir müssen ihn jetzt doch so legen. Gubat können wir so packen. Oh, so ist der Gubat insane. Schaut mal. Alle Kugeln sind drauf, bis auf eine. Das ist sehr, sehr gut. Und die Handschuhe sind auch insane hier. Danke, Killerzügel. Vielen Dank. Der rein, dann das Tech Speed, den Sockel hier hin. Wir nehmen mal beide Sockel mit, weil die geben halt Max HP. Und diese Elefantensockel sind super, super gut. 80 Max HP einfach so für den Start.
Und wir haben sofort so viele. Wir starten mit über 20 Vampirism. Definitiv. Okay, das wird interessant. Der hat... Bei dem denke ich mir auch, what the heck ist das denn? Der hat viermal ein Feasting-Amulett. Viermal. Excalibur und noch einen Pandemonium. Und ein Schild. Holy. Wir starten mit 28 Lifesteal. Problem ist, er hat den Knoblauch. Na, der nimmt mir meinen Lifesteal runter. Aber wir können ja so gut wie unendlich Lifesteal generieren, theoretisch. Ne? Bei sowas denke ich mir auch manchmal, wie ist das zustande gekommen? Ey? So ein insaneless Item-Bild. Aber wie gesagt, ne? Gibt da jetzt auch sehr viel Cheating in dem Game, leider. Leider sehr viel Cheating mit dabei. Ja, keine Chance. Hier mal Dings-Amulett gehabt. Holy moly. Wir machen mal so. Mehr Geschwindigkeit. Und da ist endlich mal ein Amulett. Sehr schön. Ich würde sagen, wir nehmen den Armor, oder? Ich glaube, der ist am wichtigsten. Ich glaube, Vampir ist der das Wichtigste hier. Dann haben wir nicht noch ein bisschen mehr Rüstung. Und ein bisschen mehr Überlebenskraft. Okay, ich will starten mit 30 Vamp auf Level 1. 30, Leute. 35 haben wir. Und das Ding ist, Vamp ist eines der schwersten Stats zu bekommen. Und eines der stärksten Stats. 70 Damage, 0,96 Speed. 47 Vampirism. Ich meine, damage-mäßig waren die auch ziemlich gute Items, ne? Ja, 375. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, das Ding können wir nicht mehr füllen. Das würde nur so gehen. Dann würde es vielleicht funktionieren. Wäre okay, theoretisch. Maybe den dann querlegen? Ganz ehrlich, ich glaube, die Handschuhe haue ich raus gleich. Warum nicht noch mehr Herzen? Die Herzen geben mir immer die Dinger für Bloodthorn. Ich glaube, das ist okay so. Ich meine, das hier ist natürlich nicht mehr so geil jetzt. Aber irgendwie musst du da diese Single-Dinger ja tracken. Let's go. Sockel sollten auch solide sein. Das ist fein. Nein, er nimmt meine ganzen Buffs runter. Der hat ganz viel von den Ratten. Und Meerschweine hat er auch noch. Meerschweinchen und Ratten hat er immer. Das Gute ist, wir haben sehr, sehr viele Buffs. Das heißt, er nimmt auch sehr viel Trash runter. Ja. Oh, das könnte hart werden. Oh, dicker Damage. Okay, nevermind. Am Ende haben wir noch mal irgendwie komplett reingehittet. Wo kommt dieser Damage Spike her? Schau mal. Hier kann man so einen Damage Spike, ne? Bam. Einmal hoch. Ah, ich hätte gedacht, wir verlieren. Oh, nice. Oh, ist die letzte Runde, ne? Dann können wir den doch wieder so legen. Den machen wir hier hin. Und den hier rein. Weil der gibt sowieso auch nur zwei Vampirism. Und der ist nicht so relevant. Vielleicht machen wir es so. Okay, bekommen wir noch irgendwie mehr davon. Hier ist eine Mütze. Ich glaube, die würde ich gerne mitnehmen. Der kann man da rein, das ist besser. Den behalten wir. Können wir vielleicht irgendwas loswerden? Der bleibt da. Also wir haben auf jeden Fall vier Plätze über, definitiv. Guck mal, die haben wir über, ne?
Wunderbar. Ah, das hier ist böse. Vor allem auch, dass wir 4 von diesen Dingern gefunden haben. 4 von diesen Kugeln. 3 Stück meine ich. Und das noch in der Mitte. Also das war, glaube ich, auf jeden Fall. Ich habe noch nie diese Sense gehabt. Oh no. Und wir spielen in der letzten Runde, Leute. Und wir spielen in der letzten Runde gegen Rainbow Gubert. Why? Warum werde ich gehasst von dem Game? Exodia. Kannst du nicht besiegen. Es ist nicht möglich. Das ist nicht möglich zu besiegen, leider. Keine Chance. Guck mal, wie viel Blind ich drauf habe. Aber lustigerweise hat er keine Waffen drin. Das heißt, diese Runde kann ganz schön lange gehen. Problem ist halt wirklich mein... Das hier ist das Problem. Wenn ich irgendwie Blind runterkriegen würde, könnte es funktionieren. Ah, guckt es euch an, Leute. Ich habe 116 Blind drauf. Der Gegner hat... Guck mal, wie viel der hat, ey. Aber ich glaube, wenn ich einen Rainbow Gubert habe, würde ich auch ohne Waffe spielen. Ich glaube, es ist lustiger. Ja, 200 Blind nehmen wir mal mit, ne? Alter, das habe ich ja noch nie erlebt. Guckt euch mal die Buffs an von dem Gegner, bitte. Die überlappen so hart, die Buffs, dass du gar nichts mehr siehst. Guck mal, wie groß diese Rüstung von dem ist. Das habe ich noch nie erlebt. Guckt euch das mal an, bitte. Das habe ich noch nie erlebt. Also, das Ende von diesem Video ist ja richtig dumm. Also das ist ja... Ich finde es sehr, sehr cool. Ich würde es, glaube ich, genauso machen. 704 Blind habe ich gehabt. Oh Mann. GG's.